Der CEO-Talk wird euch präsentiert von Swiss Life, eurer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Und von der Schweizer Börse. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Herzlich willkommen beim CEO-Talk. Schön, sind Sie dabei. Vor 25 Jahren ist Novartis aus der Fusion der beiden Basler Pharma- und Chemieunternehmen Ciba-Geigy und Sandoz entstanden. Heute gehört Novartis zu den grössten Pharmafirmen der Welt. Und bereits stehen im Konzern weitere strategische Veränderungen bevor. Novartis stellt seine Generika-Geschäftsparte Sandoz auf den Prüfstand. Möglich sind alle Optionen, so auch ein Verkauf oder eine Abspaltung und ein Börsengang von dem Bereich, der weltweit Nachkommenprodukte herstellt und vertreibt. Mit dem Schritt würde sich Novartis noch klarer auf den Bereich Pharma mit Zukunftstrends wie Zellen- und Gentherapie fokussieren. Gespannt werden die Investoren auf ein Signal, was Novartis mit dem Geld aus dem Verkauf der Roche-Aktie plant. An der Spitze von Novartis steht seit 8 Jahren Jörg Reinhardt. Er hat seine Karriere vor rund 40 Jahren bei der damaligen Sandoz gestartet und bei Novartis und später auch bei Bayer mehrere Top-Führungsfunktionen ausgeübt. 2013 ist er als Nachfolger von Daniel Vasella zum Verwaltungsratspräsident von Novartis gewählt worden. Und heute Abend ist ein Gast bei mir hier im CEO-Talk. Herzlich willkommen, Jörg Reinhardt. Ja, Sie stellen die Generika-Sparte Sandoz auf den Prüfstand. Sandoz gehört neben der Teva aus Israel und der amerikanischen Viatris zu den grössten Generika-Konzernen der Welt. Ist für Sie auch eine Fusion mit so Konkurrenten oder einem Verkauf eine Option? Für uns ist alles eine Option. Ich meine, wir haben jetzt schon über Jahre immer mal wieder diskutiert, ob das noch passt, die Kombination eines innovativen Pharmageschäfts und einer Generikasparte. Und haben eigentlich immer schon über die Jahre uns überlegt, ja, irgendwann müssen wir das wirklich ernsthaft mal angehen. Das machen wir jetzt. Es hat sich in den letzten Jahren auch mehr und mehr auseinanderentwickelt, weil das hochinnovative Pharmageschäft trennt sich immer mehr ab von der Generikasparte. Und jetzt bietet es sich einfach an, das mal anzuschauen. Also wäre auch eine Fusion mit einem Konkurrenten denkbar? Momentan ist alles denkbar, auch dass wir es behalten, dass es bei uns im Kontext bleibt. Wir haben nur gesagt, wir prüfen das und wir werden in den nächsten 12 Monaten, wenn wir eine Entscheidung treffen. Auch eine Abspaltung oder ein Börsengang sind möglich. Können Sie sich vorstellen, Sandoz so wie vorher schon die Alcon separat über die Schweizer Börse zu bringen? Sicher, ist eine Option. Ohne irgendetwas vorwegnehmen zu wollen, ist eine Option. Aber es kann auch durchaus einen Merger geben. Es kann auch durchaus, wie ich sage, bei uns bleiben. Also das ist alles noch offen. Wir werden das prüfen, exakt anschauen und dann in den nächsten 12 Monaten entscheiden. Was ja auch eine Variante wäre, dass man einfach einen externen Investor nimmt. In Deutschland hat es geheißen, zum Beispiel Biotech, Grossaktionär, könnte einsteigen bei Sandoz. Also da wären Sie nicht verschlossen. Ja gut, das habe ich auch gelesen. Die Strüngmann-Brüder waren natürlich diejenigen, die uns vor 15 Jahren oder was immer Hexal verkauft haben. Und sie sind jetzt im Gespräch, sich wieder für das Ganze zu interessieren. Da würde sich der Kreis für die schließen. Ist sicher auch ein Thema, aber wir sind noch lange nicht da. Gut, aber bis wann wollen Sie denn Klarheit schaffen über die Zukunft von Sandoz? Ich nehme an, dass das im nächsten Jahr passieren wird. Wann genau, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir arbeiten dran, verschiedene Optionen anzuschauen. In 2022 werden wir das entscheiden. Gut, ein anderes wichtiges Thema in der letzten Zeit ist der Verkauf von Ihrem Roche-Aktienpaket, eben Roche selber gewesen. Jetzt Novartis sitzt auf viel Geld, eben nicht zuletzt wegen dem Verkauf, dem riesigen Aktienpaket. Was planen Sie jetzt mit dem vielen Geld? Jetzt diskutieren wir mal oder schauen wir an. Es gibt verschiedene Optionen. Ich habe letzte Woche mit verschiedenen Investoren über das Thema gesprochen. Und da gibt es eine breite Spanne von Wünschen. Die einen sagen, ihr müsst unbedingt eure Aktien zurückkaufen und zwar bald. Die anderen sagen, ihr müsst das langfristig in euer Geschäft investieren. Und genau das sind die Optionen, die man hat. Wir ziehen eigentlich vor, ins Geschäft zu investieren, bevor wir einen Aktienrückkauf machen. Aber das wird sich auch in den nächsten Monaten entscheiden. Genau, Sie können ja aber auch beides machen. In welchem Bereich würde für Novartis Akquisitionen Sinn machen, damit Sie eben Ihre Wachstumsstrategie wirklich realisieren können?
Sehen Sie, das ist genau die Frage, die man eigentlich nicht beantworten sollte, weil das natürlich sofort zu Spekulationen führt. Sie haben vielleicht selbst gesehen, in verschiedenen Medien werden schon die Liste von möglichen Akquisitionen wird aufgelistet. Soweit sollte man es nicht treiben. Für uns sicher wichtig, dass es ein Bereich ist, der zu unserem Kerngeschäft gehört. Zu unserem Kerngeschäft gehört die Onkologie, gehört Cardiovascular, gehört die Immunologie. Und wir werden das prüfen, anschauen und dann eine Entscheidung treffen. Aber eben Akquisitionen, eben um zu mehr Wachstum zu kommen, das ist für Sie ein Weg, wo Sie allenfalls auch grosse Priorität sehen? Also Wachstum ist ein Element. Das andere ist natürlich Technologie, Plattformen zu akquirieren, die langfristig das Unternehmen fördern und unterstützen. Das heißt, es sollte schon eine Kombination sein, nicht nur eine kurzfristig ausgerichtete Wachstumsstrategie, sondern schon langfristig. Was sagen Sie denn den Aktionären, die sagen, ja, machen doch einen Aktienrückkauf? Ich sage Ihnen, wir nehmen das zur Kenntnis. Aha. Viel mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen. Klar, es gibt sehr, sagen wir mal, kurzfristig ausgerichtete Aktionäre, die gerne einen Aktienrückkauf sehen würden. Auf der anderen Seite, was wir in den vergangenen Jahren gelernt haben, das ist ein Einmal-Event, der wird gern genommen, aber ein paar Tage später ist er schon wieder vergessen und dann geht's weiter. Gut, nach wie vor beeinflusst ja Covid-Pandemie stark in das Geschäft. Jetzt haben wir noch neue Varianten gesehen aus Südafrika, wo auch an der Börse ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Welche Erkenntnisse ziehen Sie für Novartis für die Forschung und für die Strategie von Novartis aus dieser ganzen Pandemie? Also einmal, die neue Variante ist eigentlich keine Überraschung. Das musste irgendwann kommen. Was das genau bedeutet, weiß man nicht. Ob die Impfstoffe wirken etc., wird man prüfen. Für uns heißt das nur, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das wird sich noch etwas hinziehen. Wahrscheinlich sicher über den Winter. Nächstes Jahr muss man schauen. Insgesamt hat die Pandemie viele Anreiz oder Anstöße gegeben, zum Beispiel was Arbeitsmodelle angeht, wie arbeitet man mit den Leuten, kommen sie ins Büro, kommen sie nicht. Dann natürlich auch Supply Chain, also Lieferkette, wie sicher ist die, ist man von den Chinesen und den Indern abhängig oder nicht. All das hat man natürlich angeschaut und hat sich weiterentwickelt. Digitalisierung, großes Thema auch bei uns. Da haben wir einen großen Sprung gemacht und da hat man in gewissem Sinn von der Pandemie auch etwas profitiert, weil es hat Anreize gegeben. Allerdings haben Sie selber schon vor 8 Jahren ein Impfstoffgeschäft von Novartis, das Sie ursprünglich geleitet haben, haben Sie verkauft. Das ist Hand aufs Herz. So im Nachhinein bereuen Sie den Schritt? Nein. Und zwar deshalb nicht. Man muss immer schauen, es war ein Geschäft mit GSK. Wir haben auch etwas dafür bekommen. Und wir haben dafür Onkologieprodukte, deren Onkologiesparte bekommen, die momentan sehr schön wächst und uns wirklich in unserem Onkologiegeschäft hilft. Das Impfstoffgeschäft, das wir verkauft haben, war eigentlich ein, wie soll ich sagen, alte Technologie-Impfstoffgeschäft. Und wenn Sie jetzt schauen, GSK hat keinen modernen Impfstoff, auch Sanofi hat keinen, auch Merck hat keinen. Also nicht so, dass jeder Impfstoffhersteller jetzt vorne mit dabei wäre. Das muss man, glaube ich, schon trennen. Bei Novartis arbeiten mehr als 20'000 Mitarbeitende in der Forschung und Entwicklung daran, neuartige Medikamente für Krankheiten zu erforschen. Zu den weltweit wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsstandort von Novartis gehört Basel. Allein am Forschungsstandort Basel sind bei Novartis über 2'500 Wissenschaftler, Ärztinnen und andere Fachleute tätig und suchen nach Medikamenten gegen Krebs, Herz- und Stoffwechselkrankheiten, Augenkrankheiten, neurologische und Immunkrankheiten, Hauterkrankungen, Atemwegserkrankungen oder Blutkrankheiten. Medikamente und Therapien werden immer genauer auf den einzelnen Patienten abgestimmt. Was für Chancen bietet das für die Heilung von Krebs? Also bei Krebs ist das ein ganz besonders wichtiges Element. Vielen anderen Krankheiten funktioniert das mit der personalisierten Medizin noch nicht so, bei Krebs schon. Wir selbst haben ein Medikament, bei dem zum Beispiel eigene Zellen des Patienten aus dem Patienten entnommen werden. Die werden modifiziert und wieder zurückgegeben. So etwas ist bahnbrechend und führt dazu, dass Patienten in sehr spätem Stadium heute geheilt werden können. Das war früher nicht der Fall. Mit anderen Worten, man kann immer stärker oder noch stärker erkrankte Patienten vielleicht vor dem Tod retten mit sehr personalisierter Medizin. Und das wird sich weiterentwickeln und ist ein guter Schritt. Eine wichtige Stellung hat Novartis mit seinen Medikamenten und Therapiemöglichkeiten auch gegen Herzkrankheiten. Wo geht da die Entwicklung hin? Also Herz, Kreislauf, allgemein glaubt man, dass man den Bluthochdruck behandeln kann. Das stimmt zum Großteil nicht. Es sind immer noch mehr als die Hälfte aller Bluthochdruckpatienten nicht adäquat behandelt. Das heißt, dort braucht es auch mehr Forschung. Bei uns ist das hauptsächlich Herzinsuffizienz. Und da haben wir ein neues Medikament, das jetzt in den nächsten Monaten auch auf den Markt kommen soll.
hat eine besondere Technologie, darf ich das sagen? Ja. Vielleicht fragen Sie noch nach mRNA. Ja, genau. Das ist nicht mRNA, sondern das ist siRNA. Das heißt? Das macht genau das Gegenteil zu m. mRNA produziert ein Protein, siRNA verhindert die Produktion eines Proteins, ist aber auch RNA-Technologie. Und dieses Medikament basiert darauf. Und was versprechen Sie sich von dem Medikament? Das ist die Herzinsuffizienz bei Patienten, die ansonsten nicht gut behandelt werden, steigert. Das ist unser Entresto. Und dieses Medikament, von dem ich sprach, fokussiert sich auf Cholesterin-Überproduktion. Und ich glaube, da können wir einen guten Beitrag leisten. Innovative Therapien wie Zell- und Gentherapien sind stark im Kommen. Das sehen wir auf der breiten Seite. Was erhoffen Sie sich da für Novartis? Natürlich auf der einen Seite medizinisch, aber letztendlich auch für den Konzern, für das Wachstum vom Konzern. Wir waren eine der ersten Firmen, die wirklich auf Zell- und Gentherapie fokussiert hat. Wir haben da zwei Produkte im Markt, die eigentlich ganz schön wachsen. Wir glauben, dass das Technologieplattformen sind, in die wir langfristig investiert haben und die auch langfristig mehr Produkte erzeugen werden. Also wir haben relativ hohe Erwartungen an die Technologien. Jetzt so neue Technologien, aber neue Medikamente wecken auch Hoffnungen bei den Anlegerinnen und Anleger. An der Schweizer Börse sind die Aktien von Novartis im Vergleich zu Roche allerdings im Rückstand. Was versprechen Sie jetzt Ihren Aktionärinnen und Aktionären? Ist Dividende gesichert? Dividende ist sicher gesichert. Mit viel Geld wäre es erstaunlich, ja, genau. Okay. Wird auch wohl wieder etwas steigen. Ich glaube, wichtig, Pharma ist ein langfristiges Geschäft. Und im Pharma-Geschäft hat man immer mal gewisse Wellen in der Aktienkursentwicklung. Wichtig ist, dass man die Aktionäre vom langfristigen Wachstumspotenzial überzeugt. Wir werden nächste Woche einen Forschungs- und Entwicklungstag haben, an dem wir unsere Pipeline im Detail vorstellen. Und ich glaube, wir können die Aktionäre dann schon und die Anleger schon davon überzeugen, dass in der Pipeline vieles ist, was das Wachstum fördern wird. Und ich bin da zuversichtlich. Jetzt die Aktionäre wünschen sich höhere Margen, Konsumenten hingegen möglichst günstige Medikamente. Neue, innovative und personalisierte Therapien sind oft aber sehr teuer. Was sagen Sie zur Kritik, dass Medikamente überhaupt viel zu teuer sind? Ja, so gut, bei den Gentherapien, das Problem ist, dass es einmal Applikationen sind. Das heißt, mit einer einzigen Applikation können Sie hoffentlich die Krankheit heilen oder massiv beeinflussen. Und diese Sachen sind dann relativ teuer, aber wenn Sie die vergleichen mit Medikamenten, die über ein ganzes Leben lang genommen werden müssen, sind die Unterschiede gar nicht mehr so groß. Und vielleicht ist die Gentherapie sogar günstiger. Also insofern ist die Kritik nicht immer total gerechtfertigt. Grundsätzlich ist Pharma ein High-Risk-Geschäft. Nur etwa 5% von dem, was wir wirklich entwickeln, lässt sich später vermarkten und bringt wirklich etwas ein. Das heißt, es ist ein High-Risk-Geschäft, das finanziert werden muss. Und das braucht adäquates Risikokapital. Und wenn Sie unsere Margen anschauen, dann sind sie nicht so überragend wie in vielen anderen Branchen. Schauen Sie sich die Tech-Branche an, da gibt es viel höhere Margen als bei uns. Aber konkret kritisiert wird Novartis wegen der millionenteuren Genersatztherapie, Zolgensma. Ja, wie stehen Sie da auch zu dieser Kritik? Es hat geheißen, in Deutschland sagen Sie, dass offenbar die Wirkung kostet, Preisverhältnisse nicht gerechtfertigt sind. Also Zolgensma ist so ein Beispiel für ein Medikament, das halt nur einmal im Leben verabreicht wird. Und wir haben verschiedene Bezahlmechanismen für das Produkt angeboten, dass man das zum Beispiel streckt über mehrere Jahre oder dass man es sogar von der Wirksamkeit abhängig macht. Dass wir sagen, okay, wenn das Medikament nicht so wirkt, wie es sollte, dann wird ein Teil des Geldes zurückerstattet. All das trifft bei den bezahlenden Institutionen nicht auf offenes Gehör. Man ist da sehr zurückhaltend, man möchte das lieber abschließen und dann jetzt und dann nicht später zahlen. Und, muss ich auch sagen, wirklich, wenn Sie schauen, einmal Applikation, Sie bekommen quasi nur einmal eine Entschädigung für Ihren Aufwand. Wenn Sie ein Medikament über Lebzeiten nehmen, streckt sich das natürlich mehr. Und das muss man auch vergleichen. Also Sie wären bereit, dass man viel mehr das Modell hätte, nach dem Erfolgsprinzip, entweder das wirkt und sonst zahlen wir nicht? Machen wir mit, ja. Mit seinem Medikament leistet Novartis zusammen mit der Konkurrentin Roche einen grossen Beitrag zu den Schweizer Export und zu der höheren Wertschöpfung in unserem Land. Das, obwohl Novartis in der Schweiz nur gerade 2% vom weltweiten Umsatz erwirtschaftet.
Vom globalen Umsatz von 45,6 Milliarden Franken entfallen lediglich 800 Millionen Franken auf unser Land. Mit den fast 12'000 Mitarbeitenden gehört Novartis zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Schweiz. Weltweit beschäftigen Novartis 110'000 Mitarbeitende. In der Schweiz ist Novartis an 7 Standorten tätig, nämlich nebst dem Hauptsitz mit dem Campusgelände in der Stadt Basel, wo sich auch der neue Novartis-Pavillon mit der Ausstellung Wonders of Medicine befindet, auch in Schweizer Halle Fribourg, Stein im Kanton Aargau, Rotkreuz, Genf und Locarno. Jörg Reinhardt, Novartis ist ein Weltkonzern und wirtschaftet nur 2% vom Umsatz hier in der Schweiz. Könnte Novartis den Hauptsitz auch beispielsweise in die USA verlegen, wo ja für die Pharma viel, viel wichtiger ist? Ja, das hängt natürlich nicht nur vom Umsatz ab, wo sie ihren Hauptsitz haben. Ich meine, oder schon gar nicht. Eine Firma hat auch eine DNA, hat eine Seele, hat Wurzeln. Und die sind bei uns nun mal in der Schweiz und da wird es auch dabei bleiben. Man muss auch sehen, ich meine, wir sind die Nummer 1 in Europa, aber nur die Nummer 10 in den USA. Das heißt, für uns ist der amerikanische Markt gar nicht mal so dramatisch wichtig, verglichen mit dem europäischen Markt. Also ich fürchte, ich gehe davon aus, dass der Hauptsitz noch lange in der Schweiz bleiben wird. Welche Rahmenbedingungen braucht es denn, damit die Schweiz als Standort für Weltkonzerne wie eben Novartis top bleibt? Gerade der Streit zwischen der EU und der Schweiz schafft ja für die Forschung rund um das Forschungsrahmenprogramm Horizon auch ganz viele Nachteile. Ja, die Beziehung zur EU ist natürlich schon eine problematische Situation, die sich nicht zu bewegen scheint. Und es wäre natürlich schon in unserem Interesse, wenn da in Bälde, sage ich jetzt mal, eine stabile Lösung zustande käme. Ich meine, grundsätzlich für ein Unternehmen unseres Zuschnitts sind stabile Rahmenbedingungen, Rechtssicherheit, vernünftige Steuergesetzgebung, aber auch Verfügbarkeit von hochqualifiziertem Personal sind wichtig. Und in der Schweiz, speziell in Basel, auch in Basel, natürlich auch in Zürich, ist es durchaus möglich, hochqualifiziertes Personal von extern anzuziehen. Die Lebensqualität ist hoch. Die Schweiz ist ein attraktives Land. Das heißt, all die Faktoren führen dazu, dass man sich in der Schweiz sehr gut aufgehoben fühlt. Also intervenieren Sie da manchmal auch im Bundesrat, dass man da ein bisschen vorwärts macht mit einer Lösung im Streit zwischen der EU und der Schweiz? Also es wäre sehr in unserem Interesse, wenn das passieren würde, ja. Von NGOs und anderen politischen Gruppierungen wird Novartis auch regelmässig kritisiert. Das zeigen auch politische Vorlagen wie auch Konzernverantwortungsinitiativen, die ja in der Schweiz nur ganz knapp abgelehnt wurde. Wie wollen Sie als Novartis-Präsident der Kritik begegnen? Also wir sind grundsätzlich offen, wenn die Kritik vernünftig ist. Es gibt auch manchmal unvernünftig politisch motivierte Kritik. Da lohnt es sich eigentlich nicht, auf einen Dialog einzusteigen. Aber ansonsten bemühen wir uns wirklich zu verstehen, wo die Kritik herkommt. Wir gehen gerne darauf ein und stellen uns einer Diskussion. Was wir im Übrigen auch mit unserem neuen Pavillon, den Sie kurz gezeigt haben, machen wollen. Wir wollen uns noch mehr öffnen und mehr zur Diskussion anregen, auch über Preise und andere Themen. Nachteil bringen dürfte für Novartis auch die globale Mindeststeuer. Was erwartet Sie von der Schweiz, damit da eben so Firmen wie Novartis keinen Nachteil haben? Also Uli Maurer ist ja relativ entspannt. Wenn wir die Situation anschauen, dann wird das für uns auch sehr limitierte Auswirkungen haben, möglicherweise eine etwas höhere Steuerbelastung weltweit. Aber im Prinzip sehen wir das als vernünftigen Schritt, dass man dort Steuern zahlt, wo man Umsatz macht und auch einen Mindeststeuersatz hat. Ich glaube, für die Schweiz, man muss auch die Details abwarten. Da gibt es noch viel. Was ist überhaupt Ertrag? Wie definiert man den? All das ist noch offen. Ich glaube, die Schweiz tut gut daran, mal zu beobachten. Im Rückstand ist die Schweiz auch in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen. Was braucht es, damit wir im Gesundheitswesen den Anschluss in Sachen Digitalisierung nicht verpassen? Also es gibt viele Länder in Europa, die deutlich weiter sind wie die Schweiz. Man sieht das in Finnland, in Dänemark, in Estland, Israel, Singapur. Eine ganze Reihe von Ländern, die in die Digitalisierung investiert haben. Ich glaube, es fängt damit an, dass man eine gemeinsame Plattform braucht, die definiert ist. Man braucht jemanden, der das orchestriert. Und man braucht Regeln. Und da braucht es den Gesetzgeber schon. Das ist mit 26 Kantonen nicht ganz einfach, das verstehe ich. Sind wir jetzt in der Covid-Krise, genau. Ja gut, aber trotzdem. Ich meine, man kommt allmählich ins Hintertreffen. Und wenn man eines der Länder sein will, die wirklich top medizinische Versorgung anbieten, dann wird man möglichst bald wirklich digitalisieren müssen, um auch den Ärzten und den Instituten und den Hospitälern entsprechende Informationen an die Hand zu geben, die sie heute nicht haben.
Und die Industrie natürlich ist auch interessiert an diesen Informationen. Aber ich glaube, es ist ein größeres Problem als nur ein industrielles. So, zum Schluss sieben kurze Fragen an Jörg Reinhardt zum Checkout. Mit dem millionenteuren Pavillon, das Sie vorhin auch erwähnt haben, schaffen Sie eine neue Sehenswürdigkeit für die Stadt Basel. Haben Sie damit auch ein bisschen einen Kontrapunkt zu den Roche-Türmen der Konkurrenz schaffen? Also als die Pavillon-Diskussion im Gange war, gab es einen Turm und noch keinen zweiten. Nein, sicher nicht. Also für uns ist wichtig, wir wollen das als Begegnungsort kreieren, den es in Basel so nicht gibt. Wir wollen uns öffnen für Bevölkerung, Schulklassen etc., um zu diskutieren, was Pharma eigentlich macht. Und ich glaube, das braucht es in Basel. Basel wird links regiert, ist aber von den Steuern der Pharmafirmen abhängig und auch auf die angewiesen. Fühlen Sie sich manchmal ein bisschen wie eine Milchkuh? Wir leisten unseren Beitrag zum Allgemeinwohl in Basel und das tun wir entsprechend den Regeln und damit hat sich's. Ihre Frau ist Apothekerin. Sagt sie Ihnen manchmal, dass Kunden über zu hohe Medikamentenpreise klagen? Kommt vor, trifft aber alle Firmen in der Industrie, nicht nur uns. Der Klimawandel gehört zu den grossen Herausforderungen. Welchen Beitrag für eine nachhaltige Welt wollen Sie mit Novartis leisten oder auch persönlich? Also wir haben bei Novartis eine ganze Reihe von sehr spezifischen Zielen, was CO2, was Wasserverbrauch, was Plastikmüll angeht, uns selbst gesetzt. Und da sind wir, glaube ich, mit bei den aggressivsten Firmen. Ich glaube, wir sind durch die Bank überzeugt, dass es hier Aktivität braucht. Und wir alle setzen unser Bestes ein, das zu erreichen. Sie sind 65. Wie lange werden Sie an der Spitze von Novartis bleiben? Das steht momentan noch nicht zur Diskussion, aber das wird sich in den nächsten Jahren wohl so ergeben. Sie haben zwei erwachsene Kinder. Was raten Sie einem jungen Menschen? Soll man Medizin studieren oder bieten mehr eine Karriere im Tech-Bereich oder eine Forschungslaufbahn im Pharmasektor am meisten Chancen? Also ich habe das versucht mit dem Pharma- und dem Medizinstudium bei beiden Kindern, hat nicht funktioniert. Die sind beide mehr in der Tech-Branche unterwegs. Aber ich glaube schon, dass man stolz sein kann, wenn man im Pharma- und Medizinbereich etwas für die Gemeinschaft tun kann. Sie sind Deutsche, verbringen aber einen Großteil von Ihrem Leben in der Schweiz. Wollen Sie bald den Schweizer Pass beantragen? Ich sehe mich primär als Europäer. Ich verbringe viel Zeit in der Schweiz, das stimmt schon. Ich habe das damals, wurde mir nahegelegt, nach Deutschland zu ziehen, als ich mich bei Novartis beworben habe, bei Sono. Und so ist es geblieben. Aber das hat mit Nationalität nichts zu tun. Ja, und wo gefällt Ihnen am besten in der Schweiz? Wir haben ein Ferienhaus im Tessin. Das ist schon eine sehr schöne Gegend. Danke vielmals für das Gespräch, Jörg Reinhardt. Das war der Verwaltungsratspräsident von Novartis, einem der grössten Pharmakonzerne der Welt. Das nächste Mal reden wir mit dem Stefan Widrig, dem CEO vom börsenkotierten Flughafen Zürich, über die Folgen der Covid-Pandemie für das Fluggeschäft und gehen mit ihm der Frage nach, wie Pandemie und Digitalisierung unser Reiseverhalten in der Zukunft wird verändern. Schauen Sie rein, es lohnt sich. Der CEO-Talk ist euch präsentiert worden von Swiss Life, eurer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Und von der Schweizer Börse. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Vorfreude Weihnachten. Wir begleiten Celina und Pascal an Weihnachtsmärkten.